Dieses Overwatch auf Mirage, endlich wieder eine Map, die wir alle kennen und lieben. Nicht so wirklich, also praktisch das 2, Teil 2. Naja, okay, wow. Krasser Headshot, mein Freund. Der war auch nicht schlecht. Oh mein Gott! Was passiert hier? Er ist da noch nicht mal drauf. Er ist in keinster Weise drauf. Und das sah eben ziemlich Bunnyhop-mäßig aus, mein Fräulein. Other External Assistance ist mit am Start. Der war einfach zu weit, oder? Zu viel Speed, oder, ja, ja. Other, und Aim Assist, schon in den ersten paar Sekunden, mein Freund. Hast du noch irgendwas zu bieten? Vielleicht einen kleinen, Wallhack, mein Fräulein? Ha? Wow, krass. War das schon draufgelockt, auf die Entfernung? Er zielt gar nicht auf irgendjemanden. Er schießt und die Kugel geht dann in den Feind rein, der irgendwo steht. Es ist egal, wohin er gerade zielt. Wahrscheinlich kann es auch einfach hinter ihn gehen. Abnormal. Das ist ja wirklich noch dreister als das Dreisteste, das ich jemals gesehen habe. Oder? Haben wir schon mal so einen Kackbock gehabt? Ach du Kacke, Mann. Dass er jetzt nicht irgendwie fliegt und eine Panzerfaust geschultert hat, ist alles, oder? Also, bei Vision bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber es ist ja irrelevant. Er kann einfach reingehen und vielleicht drückt sogar der Bot automatisch ab, sobald ein Gegner einfach getroffen werden kann. Egal, wohin er aimt. Auch wenn es hinter ihm ist. Blub. Ein Bunnyhop da noch wie ein Wahnsinniger. Holla, die Waldfee. Das ist wirklich unglaublich. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Achtung. Also es ist egal, wohin er aimt. Es ist völlig egal. Er trifft so oder so. Wow. Also ich habe, glaube ich, noch nie so einen aggressiven Aim Assist gesehen. Noch nie. Da ist ja jeder Spinbot, also gut, die Spinbots oder die, ja, die wirken halt nicht so krass, wenn man einfach als Overwatch nur den Boden sieht. Wobei er eigentlich ein andere Visuals hat, also der Cheater selbst. Aber der hier wirkt gerade deswegen, weil wir genau sehen, wohin er guckt und dass er gar nicht auf Gegner guckt. Beziehungsweise nicht immer. Deswegen wirkt er so krass. Jetzt, guck mal, habt ihr es gesehen? Er hat hier hingezielt und drückt ab und Kopfschuss, in den der hier steht. Was ist jetzt mit ihm los? Ist er hängen geblieben? Okay. Um Gottes Willen. Oder? Man kann echt sagen, es ist der aggressivste Cheat, den wir hier in dieser Overwatch-Reihe jemals gesehen haben. Abnormal. Sogar durch die Smoke. Also ihm ist alles scheißegal. Was ich nicht schlecht finde. Weil es wäre lächerlich, wenn er jetzt bei der Smoke eine Ausnahme machen würde, so wie es manche andere machen. Die laufen rum und haben den Aimbot des Grauens, beziehungsweise zumindest den Vision Assist des Grauens. Aber es kommt eine Smoke und sie, oh, ich weiß auf einmal gar nicht mehr, wo die Gegner sind. Huch! Das ist sowas von einem Rage-Bock. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und da hat er sein Ace nicht bekommen. Oh, es wird erstmal geschrieben. You stole my fucking Ace, bitch! Das ist krass. Das ist nicht mehr normal. Das kann ich echt nicht fassen, was der hier treibt, der Kerl. Er bunnyhoppt wie die Sau. Er hebt da hoch wie die Sau. Ich meine, die sind doch... Pass mal auf, wie haben die denn 7 Runden geholt? Hat er erst später angemacht? Kann sein, dass er erst angemacht hat, als die langsam, als die mal so ein paar Runden gewonnen haben. Oder er hat halt... Nee. Also mit ihm im Team können die Gegner, glaube ich, keine einzige Runde holen. Außer halt mal, wenn man aus Glück oder zu viert gleichzeitig auf ihn schießt mit AWPs und er kann dann nicht alle 4 auf einmal killen. Außer solche Runden. Aber sonst, warum sehe ich eigentlich deine Lebensanzeige nicht? Ist das normal? Dass ich die Live-Anzeige hier nicht sehe? Hä? Ist es normal in Overwatch? Das fällt mir jetzt erst auf, dass ich da hier unten gar keine Anzeigen habe. Ich glaube, es ist normal, ne? What the fuck? Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mir ist wascht. Ja, musst halt jetzt durch die Kisten schießen, du dreckiges Stück Scheiße, ey. Um Gottes Willen. Okay. Aim Assist bekommt er hart reingedrückt. Da drücke ich ihm auch. Griefing habe ich jetzt nicht feststellen können. Major Disruption, Vision Assist. Hat er jetzt auch schon... Hat er gewusst, wo sie sind? Schon irgendwie, ne? Aber es war auch irrelevant. Na, ich drück's ihm trotzdem. Ich denke, er hat auch da rein... Nee, weil ich nicht weiß, drück ich's ihm nicht. Der Bann ist eh drin, zu 100%. Der Bann ist drin. Alleine schon wegen seinem Ultra-Rage-Aim. Aber, da kommt er auch noch hinzu. Mann, war das lächerlich. Das war wirklich fucking ridiculous. Leute, heute geht auch nochmal eine Grim raus. Letztes Mal habe ich auch eine... Oder in irgendeinem Matchmaking habe ich eine rausgehauen.
Hier wird hier geschrieben, so, hier, so eine Grimmarino geht raus. Schreibt einfach in euren Kommentar, den ihr wahrscheinlich schon verfasst habt. Ihr könnt die ja bearbeiten. Schreibt einfach rein, warum die wohl so verkratzt ist da vorne. So, vielleicht, keine Ahnung, hingefallen, in den Arsch gesteckt, wie auch immer. Schreibt in die Kommentare, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat und ich erwische euch mit einem Daumen nach oben, rasch dich aus. Vielen Dank, ciao, ciao.